zieht ja auch immer so ein komisches Gesicht, wenn ihr Mascara aufgetragen habt. Macht ihr das auch? Schreibt mir das mal, wenn ihr das auch macht. Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute endlich nach gefühlt 100 Jahren mal wieder ein Make-up-Video für euch. Ich kann euch allerdings noch nicht sagen, was es wird, weil wie ihr seht, noch bin ich ungeschminkt und wir schminken uns gleich erst zusammen. Ich möchte irgendwas in Richtung blau, vielleicht auch blau-lila schminken und habe hier jetzt einfach mal alle möglichen Paletten hingelegt. Und jetzt gucken wir mal, was wir draus machen. Viel Spaß beim Video. So, und weil ich ein gut vorbereiteter Beauty-YouTuber bin, Hüstel, habe ich jetzt erstmal mein Auge geprimed und es mit einem Puder gesettet. Und jetzt nehme ich aus der Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette hier den Ton Tempera. Einfach, weil ich den echt schön finde zum Highlighten für unter meine Augenbraue. Und ich setze den später auch noch in meinen Augeninnenwinkel. Und dann gehe ich in Bon Fresco. Das ist dieser Lila-Ton hier und nehme den als Transition Color. Weil ich finde, immer Transition Color müssen nicht hellbraun sein. Und dann nehme ich noch einen Pencil Brush und gebe den Ton auch an meinen unteren Wimpernkranz. Jo, jetzt Palettenwechsel. Das ist der einzige Nachteil an meiner geliebten Elektro-Palette von Urban Decay. Man braucht eigentlich immer noch irgendeine andere Palette dazu, weil, ja, gut, ich denke, der Grund ist euch jetzt klar. Hoppala. Und ich beschäftige mich wahrscheinlich heute hauptsächlich mit dem Ton und dem und vielleicht noch dem. Und ganz vielleicht noch dem. Aber da muss ich mal gucken. Und zwar gehe ich jetzt als erstes mal in Gonzo, das ist der helle blaue Ton. Und dann vertiefe ich den ganzen Spaß auf meinem Gesicht nochmal hier mit Chaos. Ich weiß gar nicht so genau, welchen Pinsel ich dazu nehmen soll. Er hat vorhin neues Peeling ausprobiert und ich habe überall Peeling-Reste. Überall, ich sag's euch. Ich dipsel übrigens immer mal wieder mit dem Pinsel in diese lilane Farbe, um das alles ein bisschen besser auszublenden. Ich finde, es macht einen sehr dreckigen Ton, also es wird schon ein bisschen dunklerer Look. Aber es ist okay. Auch die Farbe trage ich nochmal meinem unteren Wimpernkranz auf und dann blende ich alles nochmal. Weil 100.000 Mal blenden ist voll ein Freund. Achtet nachher gut drauf, dass ihr alles Fallout wegmacht, dass ihr nicht aussieht, als ob ihr verprügelt worden wärt und irgendwie noch ein blaues Auge hättet. Das wäre uncool. Jetzt gehe ich in Chaos, in den dunklen blauen Ton, um mein Auge noch ein bisschen zu vertiefen. Ich habe mich übrigens jetzt doch dazu entschieden, das Dunkelblau komplett auf mein Lid zu geben. Und auch das gebe ich nochmal in den unteren Wimpernkranz, aber nur im hinteren Drittel. Das gewisse Etwas fehlt mir noch so ein bisschen, deswegen nehme ich jetzt doch Gilded. Das ist dieser mega coole Ton, den kennt ihr auch schon aus Videos von mir. Und ich gucke mal, dass ich den so in der Mitte von meinem beweglichen Lid irgendwie platziere. Ob es klappt, weiß nur Gott. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Das hat nicht so gut funktioniert. Das ist meine Fraktion lange Fingernägel, ne? Seht ihr das? Der neue Trend. Das hat alles jetzt nicht so gut funktioniert, weil ich habe ja meinen kleinen Pinsel verschlammt. ISO 23 macht was Dummes und das auf der anderen Seite gerade genauso. Ja.
Die erste Schicht blende ich jetzt tatsächlich nochmal relativ gut aus und gebe dann nochmal eine zweite Schicht halbwegs zentriert über mein Auge. Also quasi dann nicht verblendet, sondern wirklich nur in der Mitte. Ich probiere das mal mit dem Pinsel, der war dabei, und dann nehme ich mir Fixing Spray und versuche den ganzen Spaß mal nass zu machen, dass das wirklich so boom in dein Gesicht ist. Ratet, wer nachher Pinsel putzen darf. Richtig, ich. Ich mag, glaube ich, das auch im unteren Wimpernkranz. Und dafür nehme ich die andere, das andere Ende von dem Pinsel. Mache quasi so. Ihr seht, habe ich mich mal ein bisschen sauber gemacht und habe unten einfach nochmal nachverblendet und habe jetzt auch gerade mal schnell meinen Marc Jacobs Coconut Primer aufgetragen, dass der jetzt schon so ein bisschen einwirken kann. Und ich tusche mir jetzt erstmal die Wimpern, wie immer mit der Maybelline Colossal Volume Express Mascara, und dann muss ich mal überlegen, ob ich einen Lidstrich mache oder nicht. Und dann kommen wir auch schon zu den falschen Wimpern. Ich nehme von House of Lashes die Starlet Wimpern und von Fingers meinen Wimpernkleber. Eigentlich ist es bei denen immer besser, einen Lidstrich zu sehen, weil die haben ein extrem dickes Bändchen. Und ich finde, das sieht man sehr schnell. Aber ich habe mir so viel Mühe gegeben, diesem lila Ding da in der Mitte. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu clever wäre, da jetzt so einen fetten Lidstrich hinzumachen. Dann hätte ich mir das auch sparen können. Fragen über Fragen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, in der die Wimpernkleber droppt. Kann ich mir das noch anders überlegen? So, in der Zeit, in der die Wimpern, also der Wimpernkleber noch ein bisschen trocknet, nehme ich meinen Under Eye Brightening Corrector von Becca und brighte meine Falten bzw. unter meinen Augen ein bisschen auf. Ich benutze heute von Kat Von D die Locket Foundation. Na! Und auch den passenden Concealer dazu. Wie wisst, liebe ich den Concealer. In der Farbe L9 Neutral. Und bei der Foundation habe ich die Farbe Light Warm 43. Die hat nicht die allerstärkste Deckkraft. Aber ist okay. Also ich würde so mittel sagen. Vor allem, weil halt der Concealer, der hat schon Wumms. Normalerweise gehöre ich auch eher zu der Fraktion Concealer vor Foundation. Das ist jetzt hier nicht so. Da mache ich es bewusst andersrum. Auch um nochmal zu highlighten. Und Stellen halt nochmal ein bisschen mehr Deckkraft zu verleihen, die es nötig haben. Bevor wir den Concealer machen, machen wir dann erst die Wimpern. Ich finde übrigens, wenn der Beauty Blender richtig feucht ist, lässt sich die Foundation am besten auftragen. Aber wie ihr seht, der funzt ganz gut. Ich habe noch ein bisschen was auf meinem Tellerchen hier. Da kann man gleich nochmal nachdenken. Aber jetzt machen wir erstmal Wimpern. Ich habe meinen Wimpern dran und den gefunden. Acht Stunden später. Jetzt trage ich noch einen schwarzen Kajal auf meine obere Wasserlinie auf. Und vielleicht mache ich auch den Versuch, den weißen auf meine untere Wasserlinie aufzutragen. Ja, lassen wir das. Jetzt trage ich meinen Concealer auf und dann setze mir das Ganze noch mit Puder. Und dann blende ich immer noch ein bisschen hin und her, dass keine harten Kanten bei der Foundation auftragen, beim Foundation auftragen entstanden sind und so bla gedönt, sie kennen das. Einfach, dass es optisch noch ein bisschen schöner wird. Und jetzt arbeiten wir erstmal den Concealer ein. Ich mag den Concealer total gerne. Und zum Setten benutze ich mein Laura Mercier Puder. Staubt jetzt gleich wieder alles voll. Mit dem backe ich dann auch gleich. Aber erstmal alles andere abpudern. Ich bin Mensch, ich muss immer alles abpudern, sonst. Jetzt gehe ich nochmal mit meinem Beauty Blender rein und mache mir so ein bisschen Puder in das Deckelte. Und dann, ja, trage ich das unter meinem Auge auf. Und am, wie heißt das, Wangen und dann darunter Kiefer.
Nur ein bisschen verdattelt. Nicht, dass ihr das nicht von mir kennen würdet oder so. Alles voller Staub. In der Zeit, in der sich unser Gesicht so ein bisschen setzt, mache ich schnell meine Augenbrauen. Dazu nehme ich den Brow in der Farbe 1. Ich sprühe da ein bisschen Fixing Spray rein, damit es ein bisschen, ja, sich besser auftragen lässt. Jetzt kämme ich meine Augenbrauen nochmal sehr gut durch und fixiere die mit einem Augenbrauenklumpen von L'Oreal. Wow. Und dann machen wir mal. Contour. Ist ein bisschen langweilig, aber ich nehme mich da von Kat Von D. Die Shade Light Palette ist voll der Kat Von D Look. Und hier von For Your Beauty mein Contourpinsel. Und nehmen wir immer hier diesen Ton. Bronzer, Blush und Highlighter. Erstmal Bronzer. Wie immer, Huda Light. Kennt ihr, ist jetzt nichts Neues. Und Blush nehme ich wie fast immer erst den Dandelion aus der Palette, beziehungsweise von Benefit. Achso, der Huda Light ist auch von Benefit. Und gehe dann nochmal mit dem California drüber. Ich liebe diese Blush-Mischung, ich finde die so schön. Ja, tatsächlich nehme ich aus der Rainbow Shimmer Eyeshadow Palette von Huda Light den hier. Ich dachte, das wäre eine Highlighter-Palette. Ich fand die voll geil und dann so, nein, eigentlich sind es Lidschatten und das hat mich verwirrt. Aber gut. Wie ich dann später im Internet gesehen habe, es ging noch mehr Leuten so. Und ich finde, dass die so ein bisschen bunt sind, halt ziemlich geil. Lippen. Den Rouge La Lèvre. Judge mich nicht, ich war richtig kacke in Französisch. Ist einfach so ein relativ nudfarbener Lippenstift. Geht noch ein bisschen Gloss drüber, oder? Oder ein bisschen Labello. Noch Fixing Spray, dann nehme ich hier das von NYX. Das Matte Finish. Und spar damit nicht. Weil auch bei Fixing Spray gilt mehr ist mehr. Ju. So, das ist der fertige Look. Er ist doch ein bisschen dunkler geworden, als ich erwartet habe tatsächlich. Ich meine, es ist jetzt wirklich kein Smokey Eye oder so, aber ich... Das war was anderes. Mir gefällt es echt gut. Gut, der Lippenstift finde ich passt jetzt nicht so übertrieben, aber niemand kehrt. Ich hoffe, das Video und der Look gefallen euch. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert, Abo. Ihr kennt das alles. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.